Hey, schön, dass du reinschaust und herzlich willkommen oder wie der Berliner sagt, guten Tag. Auf diesem Kanal dreht sich alles um das Telefonsystem Mitel My Voice Office 400. In diesem Video geht es um die Installation, Anmeldung und Einrichtung der Mitel One App auf einem Smartphone. Du benötigst die Willkommens-E-Mail mit dem Aktivierungslink, um dir ein Mitel One-Konto zu erstellen, deine schon vorhandenen Zugangsdaten zu deinem Mitel One-Konto oder deine Zugangsdaten zu deinem Mitel My Voice Office-Konto, diese funktionieren auch mit Mitel One. Außerdem benötigst du natürlich ein Smartphone mit iOS oder Android. Solltest du noch keine Mitel One-Zugangsdaten haben, dann bitte deinen Admin, dich auf der Mitel-Plattform anzulegen. Daraufhin erhältst du zwei E-Mails. In der ersten Willkommens-E-Mail klicke bitte auf den Button, um die Erstellung deines Kontos zu beenden. Hier kannst du nun dein Profilnamen anpassen und ein sicheres Passwort für deinen Account vergeben. Welche Voraussetzung dein Passwort haben sollte, siehst du in der Infobox darunter. Schließe die Bestätigung deines Accounts ab und du erhältst nun eine E-Mail, dass du dein Konto erfolgreich verifiziert hast. In der zweiten Willkommensmail erhältst du Links zur App für den Google Play Store und den Apple App Store. Leider ist dieser Link bisher von Mitel nicht aktualisiert worden und verweist noch auf die Vorgänger-App von Mitel One. Darum empfehlen wir dir, direkt auf deinem Smartphone den jeweiligen App Store zu öffnen und nach Mitel One zu suchen. Installiere dann die kostenfreie App. Öffne die App und erlaube auf deinem Apple-Smartphone der Mitel One App, dir Mitteilungen zu senden. Klicke auf den Anmelde-Button, trage deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf Weiter. Je nach Einrichtungsart der Mitel One App kannst du jetzt entweder das Passwort deines Microsoft- oder Mitel-Kontos verwenden. Das Passwort für dein Mitel-Konto hast du zuvor über die Willkommensmail zur Erstellung deines Kontos selbst vergeben. Stellt dein Unternehmen die Authentifizierung mit einem Unternehmenskonto bzw. Microsoft-Konto bereit, kannst du dich mit dem gleichen Passwort anmelden wie an deinem Arbeitsplatz-PC deines Unternehmens. Entscheide jetzt, ob du in Zukunft seltener dein Kennwort eingeben willst, indem du auf die Frage "Angemeldet bleiben?" mit Ja antwortest. Ist dir das zu unsicher? Antworte mit Nein. Dann ist bei jeder Anmeldung an Mitel One die Eingabe deines Kennwortes erforderlich. Akzeptiere nun noch den Endbenutzer-Lizenzvertrag und du hast die Anmeldung in Mitel One geschafft. Hast du ein iPhone, solltest du jetzt die Erlaubnis erteilen, dass Mitel One auf dein lokales Netzwerk zugreifen darf. Dann kannst du die App auch in einem WLAN benutzen. Bei deiner ersten Anmeldung hilft dir ein Assistent bei der Einrichtung der Mitel One App. Im ersten Schritt des Assistenten kannst du deine Mobilfunknummer eingeben, um auch erreichbar zu sein, wenn dein Internetempfang mal nicht so gut ist. Mit Überspringen kannst du den kompletten Assistenten überspringen. Klickst du auf Weiter, kannst du deine Mobilfunknummer später eingeben und gelangst zum nächsten Schritt des Assistenten. Wir empfehlen dir jedoch, die Eingabe deiner Mobilfunknummer jetzt gleich zu erledigen. Klicke dazu auf Jetzt verifizieren. Nach Eingabe deiner Rufnummer klick auf Code anfragen. Du erhältst nun per SMS einen Code, um deine Rufnummer zu verifizieren. Solltest du nach einigen Sekunden keinen Code per SMS erhalten haben, kannst du dir den Code erneut senden lassen. Andernfalls klick auf den Pfeil oben links, um einen Schritt zurückzugehen und deine eingegebene Rufnummer noch einmal zu überprüfen. Nach Eingabe des Codes, klicke auf Bestätigen. Jetzt kannst du ein Profilbild hochladen, deinen Namen und deinen Status nach deinen Wünschen anpassen. Klicke auf Fertig, um den Einrichtungsassistenten zu beenden. Hast du ein iPhone, erlaube jetzt Mitel One Zugriff auf dein Mikrofon. Hast du ein Android-Smartphone, erlaube nun der Mitel One App den Zugriff auf Mikrofon und Anruflisten. Die Erlaubnis für Hintergrundaktivitäten solltest du erteilen, damit du über Anrufe informiert wirst, wenn du gerade eine andere App nutzt. Bestätige den Hinweis zur Akkuoptimierung.
Du hast es geschafft, die Mitel One App ist jetzt fertig eingerichtet. Beim ersten Start der App siehst du einige Tipps zur Nutzung von Mitel One. Alles, was du sonst damit tun kannst, erklären wir dir in unseren nächsten Videos. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und einen schönen Tag für dich. Lass deinen Daumen da und abonniere uns, um unsere neuesten Videos nicht zu verpassen.